Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven Bird Adventures. Ja, wir starten heute auf der Fantasieinsel und hier müsste unser Hollow-Pferd fertig sein. Eine Stute ist es. Ich habe schon mal nach einem Hengst geschaut und auf Stufe 1 bin ich auf die Schnelle nicht fündig geworden, aber komischerweise Stufe 3. Und ich würde sagen, bevor der Hengst auf die Weide verschwindet, schauen wir uns die kleine Maus hier an und füttern sie erwachsen und züchten dann mit ihr. In der Hoffnung, dass wir einen eigenen Hengst bekommen. Und ja, wir dann auf jeden Fall sicher züchten können. Als Fohlen hat sie ja noch, ja, sieht sie ja noch relativ normal aus. Keine Muster oder ähnliches, aber das wird sich dann ja gleich mit Level 5 ändern. Und wird der Salat reichen? Ja. Die kleine Maus wird erwachsen. Ja, und schon sind die Süßigkeiten im Haar. Ja. Also an sich, gut, Spinnennetze, Spinnen sind jetzt nicht so meins. Aber schlecht sieht sie nicht aus. Gut. Dann aber, wie gesagt, ich muss nochmal in die Suche gehen. Ich habe jetzt nur geguckt, ob einer verfügbar ist. Ich hätte ja natürlich auch schon mal drauf schauen können, welche Ranch es ist. Dann wäre es jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller gegangen. Aber, ach nee, Stufe 3. Und Hollow. Und als Hengst. Dann haben wir natürlich auch eine größere Chance auf Stufe 2. Das finde ich schon mal ganz schön. Aber es ist natürlich ein Wahnsinn, wie schnell da doch offenbar Personen Stufe 3 haben. Von den Pferden. Ich glaube, das ist hier der Frühling. Ja. Okay, und hier stehen auch die Gespenster Stufe 3. Ach stimmt, mit denen haben wir gezüchtet. Also auch in Deutschland. Und hier ist ein Hengst Stufe 3. Den nehmen wir doch gleich mal. Und hier ist unsere Xavier. Das mit 4% müsste dann Stufe 3 sein. Sieht eigentlich auch nicht schlecht. Also die Farben finde ich irgendwie cool. Nur, ja gut, dass diese Süßigkeiten in der Mähne sind mir persönlich ein bisschen zu viel. Aber okay. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Das hier müsste Stufe 2 sein. Es wäre eine Stute. Das heißt, wir könnten mit dem Hengst nochmal züchten. Stufe 1 wäre ein Hengst. Wäre auf jeden Fall auch okay. Und Stufe 3 wäre eine Stute, was aber, ja gut, wir haben jetzt 6%, recht unwahrscheinlich ist. Ja, und wir bekommen Stufe 1 immerhin einen Hengst. Genau einen Tag dauert das jetzt, okay. Gut, dann kommen wir wahrscheinlich für die Gespenstzucht nochmal wieder. Gut, und die beiden müssten... Ja, Level 11. Level 11. Achso, vielleicht sollte ich mal gucken, wie viel brauchen sie denn. Ja, 3 Trainingseinheiten theoretisch. Bis wir hier so viele Pferde haben, dass wir hier Platzprobleme bekommen, sollten sie zumindest Level 12 noch erreichen. Gehe ich jetzt mal von aus, es sollte eigentlich machbar sein. Ja, wir persönlich brauchen nicht mehr so lange bis zum... Level 55, was auch sehr, sehr, sehr schön ist. Dann haben wir hier noch Post. Das Dorf wurde besucht. 4800 Münzen als Stallbursche verdient. Tagesbelohnung nicht abgeholt und die Pferde wurden gestreichelt. Ja, die Videos habe ich schon geschaut. Genau, da haben wir hier die Aufgabe abgeschlossen. Gibt 10 Diamanten aus. Wobei ich mich gerade frage, wofür habe ich die ausgegeben? Na gut, 5000
Münzen eingenommen. Ernte 8 Soja sollte machbar sein. 800 Münzen in Russland sammeln ist okay. 4 blaue Futter und Pferd 3-mal füttern. Eigentlich sind das heute Aufgaben, die machbar sind. Vielleicht sollte ich das dann nachher mal in Angriff nehmen. Aber wir schauen jetzt erst nochmal nach Montana. Und hier sollte Nanya auf jeden Fall noch trainiert werden. Und Mira. Wobei, ich glaube, unsere Waage kann auch noch. So, sie ist ja noch nicht austrainiert. Und dann geht's, würde ich sagen, erstmal nach Frankreich. Wir gehen als letztes nach Großbritannien, denn dort, ja, wollte ich zumindest den Zuchtstall umsetzen. Das geht aber leider nicht, solange da noch eine Zucht läuft. Das heißt, ich muss mal schauen. Der muss auf jeden Fall weg, wenn... Ja, ich weiß auch noch nicht, wie es aussieht. Ich habe mir zumindest jetzt was für die Stelle überlegt. Aber... Ja. Mal schauen, ob das so klappt, wie ich es mir gedacht habe und wie es dann aussieht. Und eventuell müsste ich dann mal gucken, dass ich die Zucht verlege nach Montana vielleicht. Oder nach Frankreich haben wir auch nichts. Tahu, Level 10, der könnte verkauft werden. Gut, er ist jetzt nicht mehr so weit vom nächsten Level entfernt. Den können wir auf jeden Fall noch ein Level steigen lassen. Scout kann auch noch. Ich würde sagen, Tahu verkaufen wir und die anderen beiden züchten wir auf jeden Fall, trainieren wir auf jeden Fall weiter. Und dann gucken wir gleich mal, denn es gibt ja bei den Widder, den wir gerade züchten, Stufe 1, gibt es endlich einen kleinen Teilerfolg. Und den schauen wir uns dann gleich mal an. So, 35 Diamanten für den kleinen. Und Deutschland besuchen wir. Ja. Die Gespenster, ich weiß gar nicht, die sollte hoffentlich fertig sein. Ja. Ist sie? Achso, nee, wir haben ja schon Stufe 2. Stütchen. Lydia. Genau, die kleine Maus müssen wir nur füttern und dann können wir mit ihr und, ich glaube, Ivan heißt da, unserem Stufe 2er Hengst züchten. Tja, so schnell ist die kleine Maus erwachsen. Ich habe noch gar nicht die Minen wieder neu gestartet. So, die beiden ein bisschen sauber machen. Da kommt nämlich dann gleich der andere Hengst hin. Achso, Scheune ist voll. Dann nehmen wir die jetzt gerade mal nicht mit. Und wir schauen mal. Wenn Amy sich nicht immer so viel Zeit lassen würde. Okay. Ja, Spinelfilmpferd möchten wir jetzt aber nicht züchten. Wir schauen genau nach Ivan. Und Lydia. Okay, fast 70.000 kostet die Zucht und heute wäre Stufe 3 eine Stute. Ja, das andere ist jetzt nicht mehr so interessant für uns.
Heute wird es auf jeden Fall nichts. Ein weiteres Stufe 2 Gespenst. Sind 22 Stunden fertig, ist okay. Dann schicken wir den Kleinen hier noch auf die Weide. Und dann geht's schon nach Großbritannien. Und ich glaube, ich kann jetzt gar nicht. Ach genau, dann schicken wir doch einfach mal. Rima bräuchten wir dann zum Züchten. Bei USA, ich glaube, Frankreich hat momentan mehr Platz. Okay. Wollte ich sie dann nochmal wegholen. Dann kommen die beiden nach Frankreich. Wobei ich glaube, ich gleich vielleicht noch... Naja, wir gucken mal. Ich schicke die beiden auf jeden Fall erstmal los. Dann haben wir hier jetzt aber eine Stufe 2. Wieder müsste das sein. Ein Hengst. Okay, das ist blöd. Da hatte ich nämlich nicht nachgeschaut, was Stufe 2 dann wird. Und da ich ja momentan nur eine Stufe 3 Hengst gefunden habe zum Züchten, ist das schade. Ich könnte natürlich nochmal schauen. Ich würde ihn auf jeden Fall auch nach Frankreich schicken. Und dann schaue ich einfach nochmal, ob ich vielleicht doch eine Stute bei irgendjemandem noch finde auf Stufe 2. Vielleicht steht jetzt auch mittlerweile eine Stufe 3, Stufe 3 Stute draußen. Mal schauen. Aber den Kleinen füttern wir jetzt auf jeden Fall noch groß. Den schauen wir uns an. Aber so auf den ersten Blick, so einen richtig großen Unterschied. Ja, die kaufen wir. Das geht immer noch, diese einfachen Sachen. Wenn es dann nachher um verarbeitete Sachen geht, dann kostet es doch noch Diamanten und das nicht zu knapp. Aber so geht's. Ja, die Fellfarbe ist nicht wirklich großartig anders als Stufe 1. Ist auf jeden Fall trotzdem schicker. Sehen echt süß aus, die Kleinen. Ich bin auf Stufe 3 gespannt. Stufe 3 ist ja doch farblich anders. Dunkel. Auf jeden Fall. Ja. Schicker Kerl. Gut. Dann geht's auch für ihn erstmal nach Frankreich. Und zur Not schicke ich halt die beiden Trainingspferde doch noch nach Montana. Dann würde ich da mehr trainieren. Und in Frankreich hätten wir dann hier Platz für unsere Widder. Warum auch immer. Wieso habe ich... Naja. Naja gut, dann sind es die beiden eventuell jetzt nebeneinander. Je nachdem, wie die Anordnung der Ställe ist. Das ist immer noch ein bisschen schade, dass wir die nicht verrücken können. Genauso wie die beide. Das würde ich hier nämlich schon irgendwie ganz gerne... machen wir. Dann hätte ich hier hinten einen schönen Platz für die Oasen. So muss ich jetzt erstmal gucken. Achso, erstmal der Zuchtstall. Frage, wo kommt er hin, wo wird er bleiben? Da wir hier jetzt erstmal nicht züchten, ist das nicht das große Problem. Die Black Beauty Statue möchte ich schon bei der Oase hier beibehalten. Es wird alles nicht so einfach. Die sollen auf jeden Fall da bleiben. Die, ich glaube, Artefakte, genau. Das hier sind die Stufe 2 Artefakte. Oder Stufe 3 sogar. Nee, also diese Kugeln waren Stufe 1. Es gibt die Artefakte, aber davon haben wir eigentlich relativ viel, aber auch nicht alle, oder? Naja, gucken wir mal. So, dann müsste ich die wahrscheinlich nach vorne versetzen.
Damit ich die hier noch, weil die nicht nebeneinander passen, aber es passt immer noch nicht. Wenn ich die drehe, nein. Schade. Ach so, aber die hat, hat natürlich auch das hier verdeckt. Wenn ich die jetzt aber noch weiter nach vorne hole, die Statue, dann steht die ja wirklich neben den Stellen und das passt. Nee, eigentlich hätte ich... Eigentlich muss ich es anders machen. Black Beauty muss mal zur Seite. Du kommst mal sehr weit nach vorne und dann... So, gucken wir mal. Passt das überhaupt mit dem Stall hier? Haarscharf, dann hätten wir hier hinten so eine tote Ecke jetzt leider, weil... Aber das hier vorne gefällt mir auch einfach nicht, weil ich diesen Stall nicht wegkriege. Das ist ein bisschen... Ist hier in Großbritannien ein bisschen blöd. Nee, dann muss ich mir jetzt nochmal was anderes überlegen. Und ich würde sagen... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht habe ich bis dahin eine Lösung gefunden. Und ja, mit dem Widder muss ich mal schauen, ob ich da eine Stute finde, mit der ich züchten kann. Oder wir müssen es nochmal mit unserer Stufe 1 Stute und dem Stufe 3er Hengst versuchen. Mal sehen. Also, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.